Hallo an alle, hier ist wieder die Betrüger-Hotline vom Callcenter-Crusher. Auch diesmal habe ich zwei Firmen für euch, die ihre Sorgen bei mir loswerden wollten. Schade, dass sie teilweise nicht mal in der Lage sind, ihre Webseite zu buchstabieren. Manchmal wollen sie es nicht, damit sie einen Link versenden können, der den Laien unbemerkt zu einer anderen Webseite leitet. Sowas erlebt man leider viel zu oft. Wie auch immer, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video, das wie immer nach dem Intro startet. Hallo? Hallo, guten Tag. Ich rufe Sie vom Global Financial Marketing Team. Ich heiße Sebastian, ich bin Account Manager. Spreche ich mit Werner Brümmer? Ja, das ist richtig. Super. Wie war Ihr Name bitte nochmal? Ich heiße Sebastian, Account Manager. Sie heißen Sebastian, Account Manager. Okay, Herr Account Manager. Mein Familienname ist Fassmann. Ah ja, okay. Ja. Gut. Also ich habe gesehen, ich habe dass Sie angemeldet haben bei unserer Trading-Plattform. Ja. Ah ja, und da rufen Sie gleich an? Ja. Warum ich, das? Ich, was meinen Sie? Warum das? Ich will Ihnen den Account aktivieren, zu helfen. Ach, das kann ich alleine nicht? Sie können das alleine machen. Aber ich habe gesehen Ihre Anmeldung hier und ich wollte einfach, dass Sie mit mir machen, weil für mich kriegen Sie noch Bonus. Beispiel, wenn Sie anfangen mit 250 Euro, bekommen Sie 75 Euro von meiner Seite. Wenn Sie anfangen mit 500, bekommen Sie 200 Euro von meiner Seite. Wenn Sie anfangen mit 1000, bekommen Sie 400 Euro von meiner Seite noch. Dann aber kann ich das erklären. Heißt das auch nicht statt Bonus, heißt es Boni? Die Mehrzahl von Bonus ist Boni. Ja, also Bonuses. Nein, Boni heißt das, die Mehrzahl. Okay, kann man es auch, sagen, Boni? Ja, nicht nur auch, sondern nur. Deutsch ist also nicht Ihre Muttersprache? Nein, nicht. Okay, wo kommen Sie dann her? Ich komme aus Litauen. Ah ja, okay. Ja. Gut, okay. Gut. Also bei uns haben Sie 3 Wochen Probezeit und 98% Garantie, dass Sie keinen Cent verlieren. Ja? Wie geben Sie die Garantie? Also Sie haben garantiert, das wird auch Finanzexperten erklären, ja? Weil von meiner Seite kriegen Sie die Robotsystem Trading und Finanzexperten. Ja, ja, und wie geben Sie die Garantie, hatte ich gefragt. Was meinen Sie? Also Sie haben, jeder unserer Kunden hat garantiert. Ja, wie denn? Wie garantieren Sie das? Was meinen Sie? Garantie Probezeit? Nein, die Garantie, dass Sie haben gesagt, Sie garantieren, dass man keinen Verlust macht. Das ist meine Frage. Wie garantieren Sie das? Wir haben, schauen Sie. Wenn Sie verdienen nicht, dann wir auch verdienen nicht, weil wir nehmen von Ihrer also die Finanzexperten nehmen von Ihrer Gewinn nur von 8 bis 10%, ja. Also er will alles machen und macht alles, damit Sie Gewinn haben. Wenn Sie keinen Gewinn haben, dann auch keinen Gewinn hat. Ja, aber das ist doch keine Garantie. Eine Garantie ist eine Art Versicherung. Haben Sie eine Versicherung, dass man nicht verliert oder? Schauen Sie, also das ist Finanzmarkt, ja? Im Finanzmarkt kann alles passieren, ja? Ja, eben. Und warum, wie können Sie dann garantieren, dass man keinen Verlust macht? Wir garantieren von unserer Seite 98% Garantie, ja? Ja, wie garantieren Sie das? Das ist ja meine Frage. Die Finanzexperten wissen alles erklären und wenn Sie brauchen, etwas schriftlich zu haben, dann schlicht er alles, ja? Okay. Auch. Gut, das aber da kommen wir dann später zu. Okay, dann erzählen Sie doch mal was über Ihre Firma. Ja, ich rufe Sie aus Deutschland, aus Berlin. Unsere Hauptsitz ist in London. Ja. Und Sie rufen aus Berlin an und mit einer englischen Telefonnummer? Ja, weil das ist Internetverbindung, das ist Dialer, ja. Es selber unterscheidet, von welcher Nummer er wird anrufen. Ja gut, aber ich habe in der Firma auch solchen Dialer und die stellt man eigentlich auf den Ort ein, an dem man sitzt. Also sprich bei Ihnen dann Berlin. Ja, ich rufe Sie aus Berlin, aber ich rufe Sie auf Dialer, ja. Okay, alles klar, gut.
Dann schauen wir mal weiter. Gut, wie heißt Ihre Webseite oder Ihr Portal dann? Unsere Website heißt WebTrader, aber wir arbeiten auch auf verschiedenen Webseiten, Beispiel auf Trading-Plattformen, meine ich, auch Bigpanda und Binance auch. Ja, und welches ist Ihr Portal, Ihre Webseite? WebTrader. Wollen Sie eine Information haben? Ich kann Ihnen Ja, vielleicht Ihre E-Mail das schicken. können Sie mir doch sagen. Dann buchstabieren Sie doch mal Ihr Portal, Ihren Namen. Was wollen Sie haben? Also, Ihr wollen Sie Portal. WebTrader? Jetzt, einen Moment bitte. Stabil gleich. Kann ich vielleicht Ihnen schicken besser? Nee, das können Sie mir doch einfach diskutieren. Ist doch buchstabieren, das ist doch einfacher, wenn ich jetzt gerade Also hier am Rechner sitze. ja, WebTrader. Web Einen Moment. Trader Ja, WebTrader. und weiter? So, genug ist WebTrader. Nein, Ihr Portal, das muss doch eine Domainendung haben. Was meinen Sie nochmal? Ihre Webseitenadresse, die heißt ja nicht Webtrader ohne Ende. Webtrader.de, Webtrader.com, also DE muss es ja dann bei Ihnen sein, wenn Sie in Deutschland sitzen. Einen Moment bitte, ich schaue genau. Ach. Aber wo haben Sie sich angemeldet gleich? Einen Moment, ich schaue gleich. Ja, nee, ich habe eine Werbung gesehen, deswegen. Also, wie ist jetzt Ihr Portal? Ich schicke ihn gleich, einen Moment. Nein, sagen Sie es mir doch einfach, wenn ich Sie schon am Telefon habe. Ich habe einige Fragen. WebTrader, Ja, also und wie was heißt geht's weiter? das? Im Moment, WebTrader Pro. Einfach Pro, WebTrader. WebTrader Pro. Ja. Und das soll die Domain sein. Was soll das sein? Ihre Webadresse sein. Das ist einfach, wo kann man die Robotsystem einsteigen, ja? Aber wir traden meistens auf Verstehen Sie mich nicht? Ich Bigpanda. habe gefragt nach Ihrem Portal. Ja. Ja, dann nennen Sie mir das doch. Ich habe schon gesagt. Nein, haben Sie nicht. Ich habe schon gesagt, WebTrader. Ich schicke Sie gleich in WhatsApp und per Nein. WhatsApp. Ja, können Sie ruhig schicken. Das ist eine Festnetzrufnummer. Da gibt es kein WhatsApp. Okay, dann schicke ich per E-Mail. Ja, können Sie mir Ihr Portal nicht nennen? Ich habe schon gesagt. Nein, haben Sie nicht. Aber warum? Also Webtrader.pro oder wie ist das? Aber ich habe, weil warum wollen Sie nicht einfach Weil ich haben erstmal, Informationen bevor kriegen? ich irgend, mein E-Mail-Ordner ist voll mit Spam und bevor ich das suche, ist es doch viel einfacher, wenn Sie hier jetzt einfach sagen, wie Ihr Portal heißt. Ich habe Ihre Computer jetzt dabei, ja? Jetzt schicke ich gleich und Sie wollen alles sehen, ja? Ich habe Ihnen gerade erzählt, mein Ordner ist voll mit Spam und bevor ich das jetzt suche, ist es einfacher, mir einfach Ihre Webadresse zu nennen. Wie gesagt, WebTrader. Ja, und wie ist die Domainendung? Einfach WebTrader. Es gibt keine Domain, die einfach Webtrader heißt. Ja. Ja. Also, kennen Sie Ihre eigene Domain nicht, oder was? Was meinen Sie? Also unsere Website, wir Account machen können, das ist WebTrader heißt. Ja, Ja, danach Sie können nein. auch Sie Sie sehen verfehlen. nicht wirklich falsch, ja. Danach Sie traden auf Bigpanda oder auf Binance auch, ja, mit unseren Finanzexperten und Robotsystem Trading. Ich will, Aber ich. wir traden. Sie verstehen irgendwie gar nichts. Ich möchte Ihre Firmenwebseite möchte ich wissen. Ihre Firmenwebseite. Ich habe schon gesagt. WebTrader ist Also keine Firmenwebseite. schauen Sie. Jetzt ich verbinde Sie mit unserer Finanzexpertin und er erklärt Ihnen alles. Ja? Ich bin neu hier. Vielleicht etwas verstehe ich nicht, aber Ja, jetzt das ist versuche ich. richtig, das verstehen Sie nicht. Okay. Super, okay. Einen Dann Moment verbinden Sie bitte. mich weiter. Hallo. Hallo? Ja, verbinden Sie mich Ich dann habe weiter. gedacht,
Ja, spreche mit Werner Brumme, ja? Ja, ist richtig. Herr Brumme, mein Name ist Alex Schmidt. Meine Kollegin hat gesagt, dass Sie haben Fragen, ja? Ja, Über richtig. Handelskonten und so weiter. Ja, Ich welche habe. Frage haben Sie? Sagen Sie bitte. Ja, ich würde gerne wissen, wie Ihre Webseite, Ihr Portal heißt. Meine Kollegin hat diese Webseite gesendet, ja? Nein, hat er nicht. Ich habe Ihrem Kollegen gesagt, er soll mir das Buch bitte buchstabieren, damit ich darauf direkt zugreifen kann. Also, wie ist Ihr Portal? Hallo. Ja, sagen Sie bitte. Ja, ich habe gefragt, wie ist Ihr Portal? Wie ist Ihre Webseite? Ihre Firmenwebseite? Wie heißt Webseite? Unsere Plattform heißt G-Trader, Herr Brummer. Aber unsere Plattform funktioniert mit Bitpanda, mit Binance und mit eToro. Also der Grund ist, sei es zum Beispiel, wenn Sie jetzt arbeiten, weil Sie haben nicht so viel Zeit, jeden Tag an der Computer zu sitzen, um alles zu analysieren, ja? Zum Beispiel auf diesem Fall, wir können wählen für Sie mit Bitpanda. Also Sie werden mit Bitpanda arbeiten, mit unserer Plattform, ja? Ja, Also gut, unsere Plattform ist mit der Plattform, aber Bitpanda ist ja doch verbinden nicht mit anderen, ja? hallo, Ja. Bitpanda ist ja nicht Ihre Plattform und ich möchte gern Ihre Plattform wissen. Ich habe gesagt, G-Trader. Unsere Plattformname ist G-Trader. Ja, Dann buchstabieren Sie G-Trader. das bitte mal. G? Ich kann senden zu Ihrer E-Mail-Adresse, wenn es nicht Nein, schwer das ist, hatte ich Ihrem bitte. Kollegen auch schon gesagt. Mein Ordner ist voll mit Spam und deswegen dauert das viel zu lange zu suchen. Deswegen buchstabieren Sie einfach bitte mal. Ja, na klar, ich kann jetzt buchstabieren, aber was ist der Grund dafür, dass Sie mir dann nicht zur E-Mail-Adresse bekommen? Das Also, habe es ich Ihnen kann doch ja gerade wichtig erklärt. sein. Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Es ist nicht, ja, verstehen Sie, es ist nicht eine Erklärung. Zum Hallo? Beispiel, ja, okay, jetzt ich kann sagen, aber es gibt Verbindung, Sie können etwas nicht richtig hören und Sie können eine Na? andere Plattform suchen und Sie werden sehen, etwas schlecht über diese Plattform und so weiter. Also das ich kann nicht garantieren von meiner Seite. Was ich garantieren kann, dass ich kann jetzt alles schreiben und Sie können mit dieser schriftlichen Information jetzt alles versuchen zu finden, ja? Wenn Sie möchten das finden, Also, aber Sie können jetzt wegen noch der eine Tiefe Weile weiß man nicht so weit, ja? weiterreden oder Sie können mir einfach buchstabieren, wie Ihre Webseite heißt. Ich kann buchstabieren, es Ja, ist dann keine machen Sie das Erklärung. doch einfach mal. Aber das erklärt Machen Sie das doch quasi einfach schon, mal. dass Sie möchten nicht eine E-Mail bekommen und so weiter. Nein, das hatte ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, mein E-Mail-Postfach ist voll mit Spam-Mails und deswegen würde ich das gerne direkt eingeben. Also, wie heißt jetzt Ihre Plattform? Okay, ich kann buchstabieren, keine Problem. G? G, also G wie Gustav. Ja. Wie Und Geburtstag? T für Theodor? was? T wie Theodor? R für Richard, Ja. A für Apfel, Ja. ja. D für Dänemark, Ja. O für O, ja. O. Ja, genau. Und weiter? Ah, nein, Entschuldigung. Nach D sollten Sie E schreiben. Trader. Ah, buchstabieren geht nicht. Okay, alles klar. Und weiter? R für Richard nochmal. Gut, und weiter? Also G Trader ist alles. Ja, G na, Trader ist Plattformname. ja, und ja, ich. Ja, gut. Und dann .de oder .com oder? Punkt. Sie möchten Webseite wissen oder den Ja, Namen der das Plattform? habe ich Sie haben mehrfach gefragt, was gesagt. ist der Name der Plattform? Ich habe den Namen der Plattform gesagt. Also wenn Sie möchten Webseite bekommen, ich kann Webseite senden. Nein, Sie können es buchstabieren. Das habe ich Ihnen doch mehrfach schon erzählt. Also, wie ist Ihr Portal, Ihre Webseite? Webseitenname, ich habe schon gesagt, G-Trader. Haben Sie das verstanden? Ich habe Ja, verstanden. Haben Sie G-Trader und dann verstanden oder nicht? .com? G-Trader. Hallo, hören Sie mich oder nicht? Ja, Haben Sie das alles geschrieben? habe ich. Also warum möchten Sie den Namen des Webseiten? Sie möchten eine Information überprüfen und so weiter, oder Sie jetzt möchten eine irgendwelche Fragen fragen, meine Zeit zu verlieren? Was ist der Grund? Ich möchte bei Ihnen investieren und Sie sagen mir noch nicht Ja, ich mal, wie möchte Ihre. auch, aber verstehen Sie, ich habe zu Vielleicht viele hören Sie mal Informationen auf, zu mich finden, meine permanent zu Zeit zu unterbrechen. verschwenden. Wenn Sie möchten der Plattformname Sie etwas wollen also verbessern, keine habe ich Kunden ja haben. beide Okay, Plattformen. kein Problem. Sie Wenn Sie wollen keine möchten Kunden haben. Sie Webseiten sind also besuchen, ein ich habe Scammer. sofort Ihre Okay, Sie E-Mail-Adresse. sind also eine Betrügerseite. Alles klar. Okay. Gut. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss, Scammer. Blöder Betrüger.
Hallo? 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 Guten Tag, Karl. Mensch, Klopfer. Freut mich zu erreichen. Mia, bin auf der Samaprat. Guten Tag. Die Finanzexpertin von der Firma FCM Group. Wie geht es Ihnen heute? Hast du mal eine Liste kurz geweiht? Ja, ist ganz gut. Ja, das freut mich. So, ich rufe Sie gerade an aufgrund einer Anmeldung, die Sie zuletzt gemacht haben, über Trading online, Onlinehandel. Können Sie sich dran erinnern, bitte? Bitte? Okay, perfekt. So, haben Sie schon mit den Profiten angefangen oder noch nicht? Augenblick, ich verstehe Sie ganz schlecht. Ah, Sie haben eine schlechte Telefonleitung, es ist sehr laut bei Ihnen. So, es geht um ein Konto, das Sie schon registriert haben für Trading online, Onlinehandel. Ja, bei wem? Ja, bei welcher Firma? So, Sie haben kein Konto bei FCM Group, aber Sie haben ein Konto bei der Berliner Börse registriert. Okay? Und wir sind ein Unternehmen, das sich mit Trading online befasst. Ja? Bei der Berliner Börse und Wiener Börse in Österreich. Ja. So. Haben Sie schon mit den Profiten angefangen oder noch nicht? Nee, habe ich noch nicht. Haben Sie noch nicht? Okay. Und seit wann machen Sie Trading? Ja, das mache ich schon ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Machen Sie das selbst oder mit einem Broker? Das mache ich selbst. Machen Sie das selbst? Okay. Und jetzt sind Sie noch aktiv? Ja? Bitte? Oder sind Sie noch aktiv oder haben Sie aufgehört? Nee, ich bin noch aktiv. Noch aktiv? Denn wieso haben Sie keine Profite erwirtschaftet? Ja, habe ich doch. Okay. Nur mit einer anderen Plattform, offensichtlich. Ich habe ja einen deutschen Ja, ich bin hier in Deutschland aktiv. Ja. Mit einer deutschen Firma. Mit einem deutschen Firma, aber Sie meinen das automatisch. Nee. Mit einem Broker denn? Nein, ich mache es selber, sage ich doch. Ja? Ja, genau. So, machen Sie selber seit ein paar Jahren? Genau, ja. Aber es geht ja jetzt... So haben Sie, worum geht es denn jetzt eigentlich? Wollen Sie wissen, wie ich Geld verdiene oder wollen Sie mir sagen, wie ich bei Ihnen Geld verdienen kann? Ja, genau. Sowieso haben Sie nie probiert, mit einem Finanzberater zusammenzuarbeiten? Nee, habe ich nicht. Warum, frage ich. Weil ich nicht wollte. Wollen Sie mir jetzt erzählen, wollen Sie mir sagen, wie ich das machen will oder sagen Sie mir jetzt, wie man das bei Ihnen machen kann? Ja. Ja, dann sagen Sie es doch. Okay, perfekt. So, ich weiß nicht, ob Sie arbeiten, ja, aber viele von meinen Kunden arbeiten den ganzen Tag. Deswegen ist es viel besser, wenn Sie mit einem Finanzberater arbeiten. So, er übernimmt das ganze Arbeit für Sie. Und ehrlich gesagt, wenn Sie gewinnen, gewinnen wir auch. So, es interessiert uns beides, die Positionen ja erfolgreich zu schließen. So, ich weiß nicht, ob Sie nur mit Kryptowährungen beschäftigt haben, aber wir jedes Monat haben wir verschiedene Events, die mit Rohstoffen und auch mit Aktien zu tun haben. Okay? Und deswegen ja, diese Aktien von verschiedenen Firmen brauchen ja einen Partner und brauchen Kapital, um mehr Produkte zu machen. Deswegen haben wir Positionen in diesem Aktien geöffnet und werden wir am Ende des Monats schließen. So, es geht auch mit Kryptowährungen, aber es ist wie ein Long-Term-Investment. Sie wissen das schon. Sie müssen ja 2 bis 3 Jahre warten, bis Sie ein großes Profit machen werden. Deswegen, wenn Sie tägliche oder monatliche Profite erwirtschaften möchten, dann ist es viel besser, wenn Sie mit Rohstoff und auch mit Forex beschäftigt. Deswegen ja, unsere Firma erstmal bietet eine Probezeit, wo Sie werden erstmal alles in Anspruch nehmen, werden Sie unsere Arbeit testen. Wie viel können wir für Sie in einem Tag profitieren und wie viel können wir für Sie in einem Monat profitieren. Und dann am Ende dieser Probezeit können Sie eine bessere Entscheidung treffen, ob das für Sie war oder nicht, ob Sie weitermachen möchten oder nicht. In dieser Probezeit werden Sie erstmal keinen von Ihrem Geld investieren. So haben Sie gar nichts zu verlieren. Das ist wie ein Demokonto. Aber wir werden auch Profite erwirtschaften. Wir werden nur risikofreie Positionen für Sie öffnen. Okay? Und dann, wenn Sie weitermachen möchten, dann werden Sie auch Ihrem Geld investieren, so Sie können Ihrem Kapital vermehren. Aber wenn nicht, können Sie diese Partnerschaft beenden. Ja gut. Genau. Ja, bitte weiter.
So, ich möchte auch das Datum zeigen und Ihrem Handelskonto, so wie jede Einzahlung. Und für die Auszahlungen werden Sie das alles selbst machen. So, Sie brauchen nicht unsere Hilfe. Ja, Sie haben die Anmeldendaten von Ihrem Konto, wo können Sie jederzeit sich melden und die Einzahlungen und die Auszahlungen machen. So, wir arbeiten mit, was steht auf dem Konto, mit was für ein Kapital haben Sie. Ja, erstmal möchte ich doch eigentlich erstmal wissen, wie heißt jetzt Ihre Firma, Ihre... FCM Group. FCM, also Friedrich Cäsar Martha Group. Ja, .io. .io, okay, gut. Augenblick, ich kann nicht... So, FCM Group. Group. Also das ist unsere Webseite und können sich auch da melden, wenn Sie wollen. Ich kann Ihnen ein einmaliges Passwort geben. Sie können da sich melden und auch Ihrem Konto anschauen. Ja gut, aber erzählen Sie mir doch erstmal so ein bisschen was über Ihre Firma. Bitte? Erzählen Sie mir doch erstmal ein bisschen was über Ihre Firma. Wie lange gibt es Ihre Firma und wo sitzt diese Firma? So, wir arbeiten bei der Berliner Börse und Wiener Börse ist in Österreich, okay? Und ich arbeite in dieser Firma seit 2008. Augenblick, bei Ihrer Firma oder bei der Berliner Börse? Ich frage ja nach bei Ihrer Firma. Firma. Ah, bei ja, meiner Firma. Gut. Okay, so, ich möchte Ihnen auch das Plattform zeigen, wo wir die Positionen für Sie öffnen werden. Und auch in diesem Probezeit werden Sie ja einen Gutschein von uns bekommen. Das ist wie eine Unterstützung, das unser Unternehmen bei neuer Kunde gibt. So, wir werden in diesem Probezeit nur diesen Bonus investieren. Okay? So, diesen Bonus und 57% von Ihrem Betrag, das Sie für die Kontoaktivierung bezahlen werden. Okay? So nehmen wir nur ein Beispiel. So, wenn Sie 1000 Euro für die Kontoaktivierung bezahlen werden, dann haben Sie auch einen Gutschein von 570 Euro. Und diesen 1000 Euro haben Sie auf dem Konto und haben Sie jederzeit zur Verfügung auszahlen lassen. So, diesen Betrag interessiert uns nicht nur in dieser Probezeit. Wir werden die Positionen nur mit diesem 500 Euro öffnen. Okay, bis Sie absolut verstanden haben, was wir tun. Ja. Und dann unserem Gewinn ist für jede Position, dass wir erfolgreich schließen und für jede Auszahlung, dass Sie machen. Okay? So, für die Auszahlungen werden wir 2-3% von Ihrem Profite nehmen. Okay? So nur für die Profite, nicht von Ihrem Geld, das Sie bezahlen. Nur von den Profiten, dass wir für Sie erwirtschaftet werden. Okay? Sie sagten ja gerade, Sie nehmen Prozente für jeden Trade, den man schließt. Und zusätzlich dann nochmal... Ja, für die Positionen ist das meinem Gewinn. Aber für die Auszahlung ist unser Firmas Gewinn. Das heißt, ich muss bei Ihnen... Wenn Sie 1000 Euro auszahlen lassen, dann haben wir von 20 bis 30 Euro. Ja, aber... Sie nehmen dann also zweimal. Einmal Sie persönlich, weil der Trade geschlossen wird und dann noch, wenn ich auszahle. Richtig? Ja, genau. Und wie viel wird dann pro Trade gerechnet? Wie viel Prozent? Pro Tag, meinen Sie? Nein, pro Trade. Sie sagten, pro Trade, der geschlossen wird, nehmen Sie Prozente. Wie viele Prozente pro Trade? Nein. Für jede Position, ja, es ist 0,01%. Position ist doch gleich Trade. Ja, ich weiß. Ja, warum sagen Sie dann nein? Nur von der Profite. Ja, nee, Sie, Augenblick. Sie haben gesagt, für jeden Trade, den Sie schließen, nehmen Sie eine gewisse Anzahl an Prozenten. Ja, genau. Ja, und dann nehmen Sie nochmal Prozente, wenn ich auszahle. Ja. Ja, und meine Frage war, wie viel Prozent nehmen Sie für jeden geschlossenen Trade? 0,01%. Ah ja, okay, gut, okay. Ja, und die Auszahlung ist 2-3%.
Gut, okay. Die FCM Group.io, in welchem Land sitzt die? Wo sind sie gemeldet? In Berlin, Stuttgart und in Wien. Da ist ihr Hauptsitz. In Berlin, also sind sie eine deutsche Firma. Und auch, nein, in Großbritannien. Ja, ja, das habe ich doch gefragt, nach dem Hauptsitz. Ja, ja. Gut, weil in Berlin und Sie haben in vielleicht hören Sie einfach mal die Frage zu Ende an, dann können Sie antworten. Es wäre ganz nett. Also, okay. Sie sagten, Sie sind in Berlin, in Berlin und wo? In Frankfurt noch? Aber das ist ja dann nicht Stuttgart. In Stuttgart. Das sind Ihre Filialen von Ihrer Firma. Ja. Ah ja, gut, okay. Dann müssen Sie ja, dann sind Sie ja sicherlich dann auch unter Regelung der BaFin als Ihre Firma. Ja. Okay, gut, okay. Und dann können Sie mir sicherlich mal sagen, unter welchem Namen Sie bei der BaFin gelistet und registriert sind. Bei welchem Namen? Ja, oder unter der welcher ID? Nee, nein, nein, nein. Sie haben gesagt, Sie sind ein deutsches Unternehmen mit Filialen in Berlin, Frankfurt und Stuttgart. Haben Sie gesagt. Und dann müssen Sie auch bei der BaFin, dann müssen Sie auch bei der BaFin als deutsches Unternehmen gelistet sein. Und reguliert sein. Möchten Sie die Referenznummer? Ja, die ID, genau. Okay. Also, Ihre E-Mail-Adresse lautet Karl. Nee, die können Sie mir einfach sagen. Ja, die alle Daten bei E-Mail schicken. Ja, die können Sie mir einfach sagen, weil da kann ich es direkt überprüfen. Ist am einfachsten. Das sind ja nur ein paar Zahlen. Das können Sie einfach nennen. Okay, Moment bitte. Ja. Okay, so 7035. Augenblick, langsam. So. 7 0 0. Ja, 3563. 3563, okay. Was mich gerade mal so nebenbei interessiert, Sie sagten, Sie rufen doch nicht aus Deutschland an. Aus welchem Land rufen Sie denn jetzt an? Sehe ich gerade an der Vorwahl. Sie rufen, glaube ich, aus Belgien an, richtig? So, wir haben auch viele Kunden bei verschiedenen Ländern. Deswegen haben wir viele Linien, okay? Ja gut, aber wenn Sie... Nein, nein, nein. Bitte, Herr Karl, wo liegt Ihr Problem? Das sage ich Ihnen doch, wenn Sie mich ausreden lassen würden. In Deutschland ist es verboten, wenn man als deutsche Firma mit einer ausländischen Rufnummer anruft. Doch, ist okay, es. Nein. Gut, aber okay, dann prüfen wir doch jetzt mal die BaFin. Dann prüfen wir doch jetzt mal die BaFin-Nummer. Okay, fick dich. Ah, so schnell geht das.